sagen. Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Lehrer, liebe Eltern. Wie ihr wisst, werde ich von meiner Frau mittlerweile täglich dazu erpresst. Das ist gar nicht wahr. Eigentlich immer das Gleiche zu erzählen, nämlich, dass Jesus Christus Sieger ist. Aber andererseits kann man das gar nicht oft genug betonen. Und wir konzentrieren uns, das hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass wir uns nur noch von Katzenblut ernähren. Und heute Morgen dein was? Liederbuch. Ach, du brauchst dein eigenes? Ah ja, okay. Und, also wie gesagt, Katzenblut. Also das weiß ja mittlerweile jeder. Deswegen haben wir ja so schlanke Figuren und so. Handel von Blut, das und, nötig und was auf, ist. Und was auf keinen Fall herauskommen darf, ist, dass wir selbst verliebt sind. Unsere Fans jubeln schon, ja. Wir haben ja blöderweise, wir tun jetzt einfach, also wir sind hier auf dem Spielplatz in Edingen und die werden jetzt alle famous, aber die trauen sich alle nicht in die Kamera. Doch, einer traut sich. In der Bibel steht übrigens, werdet wie die Kinder. So, jetzt ziehen wir es einfach mal durch hier. 253. Startposition. Ist überhaupt arrogant genug? Ja. Welch Glück. Wir finden uns da. 2, 3. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, ich tauche mich tief hinein in diese Flut von Sünd und Unreinigkeit. Bin ich hier frei und jauchze voll selger Freud. Jesus ist treu, o Preis seiner Liebe macht, kann ich ruhig hören. Preis seiner Liebe macht, sehr schön. Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, ich leide nicht länger Pein, habe nun Mut, mir ging ja ein neues Licht gnadenvoll auf, drum zweifle ich ferner nicht in meinem Lauf. O Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. So, jetzt kommt der ganz anstrengende Teil für euch, liebe Geschwister und Freunde. Weil ich packe jetzt das Schwert aus. Welches ist das Wort Gottes? Welches ist das Wort Gottes? Epheser 6, danke, liebe Sekretärin. Und jetzt ziehen wir das einfach mal durch. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet, komischerweise, weil wir wirklich echt nichts anderes mehr zu tun haben, als Gottes Wort zu verkünden. Aber deswegen hat ja meine Frau jeden Tag eine neue Lederjacke. Anscheinend lohnt es sich. Ja. Man wird gespannt von den Nachbarn. Ja. Ich fange jetzt einfach mal an mit... Also, ja, für die Mettler unter euch, also ihr kennt ja das Lied Raining Blood. Ich habe ein Slayer-T-Shirt an. Also jetzt bloß um die Spießerchristen nochmal zu ärgern, wobei wir ja die Spießigsten sind. Wir sind aus dem Jesus Freaks rausgeflogen, ja. Weil wir zu spießig sind. Weil wir glauben, dass Heterosexualität völlig normal ist und alles andere nicht. Vor allem Gott gewollt, ja. Also ich zitiere jetzt mal aus 1. Korinther 5, Vers 11. Ach nee, das gerade nicht. Das ist ja das. Nee. Entschuldigung, mein Fehler. Johannes 8, 1 bis 9. Genau.
das ganze Ding ist. Nein. Da geht es aber um die Steinigung. Ja, das wollen wir nicht. Das war bloß ein einziger Diakonisten. 1. Petrus 2, 1. Ah ja, super, vielen Dank. Warst du's? Ja, wir werden den Weg schon finden. Sehen wir noch gut aus? Danke. Ja. Enjoy the show. I believe in Jesus Christ. Den ganzen Rest macht der Trump. So ist das, wie er gesagt. 1. Petrus 2. Genau, da sind wir doch. Ich zitiere aus 1. Petrus 2, Vers 21. Und ja, ich muss mal gucken, wie lange ich es aushalte. Wir filmen nicht, ne? Wir filmen uns gerade selber. Ja, ja. In wie viel Uhr kommt das Video online? Das, ja. Wird man sehen. Heute vielleicht noch, ja, irgendwann. Ja? Also auf jeden Fall heute Nacht irgendwann. Ja. Und wir heißen... Seit allem 24 Uhr online. Wir sehen uns öfter. Ja. Ihr seid cool, Brüder. Denn dazu seid, 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Wie gesagt, es geht also heute überwiegend um die Wichtigkeit von Blut, und das kostbarste Blut, das jemals vergossen wurde, ist vor, also die meisten Leute sagen, vor etwa 2000 Jahren auf Golgatha vergossen worden von einem Mann, der gleichzeitig Gott und Mensch war, Jesus Christus, an den wir beide glauben und der Rest der Jesus Family Kurpfalz auch und anscheinend auch noch ein paar andere Christen, und wozu wir nur dringend raten können in dieser paranoiden Zeit. Also ich habe heute schon wieder von zwei Selbstmorden gehört da. Also das ist alles so ein Schwachsinn. Ja. Ladies and Gentlemen, bringt euch nicht um. Es ist schon jemand anders für euch gestorben. Und den Rest könnt ihr euch denken. Auf dem gleichen Berg, wo Jesus Christus gestorben ist, der zu dem Zeitpunkt Golgatha hieß, hat Gott sozusagen symbolisch schon mal Abraham getestet, wie stark sein Glaube ist. Und das könnt ihr selber nachschlagen, steht im 1. Mose, das erste Buch übrigens überhaupt in der Bibel. Da geht übrigens sehr viel Action ab, bloß für die, die ich jetzt noch neugierig machen muss. Und da wird, also da kriegt Abraham allen Ernstes von Gott den Auftrag, seinen eigenen Sohn zu opfern. Also Blutrituale, Opferrituale, das gibt es auch in anderen Kulturen und so. Das gab es auch bei den Heiden, bei den Germanen, da war es dann irgendwann. Und komischerweise, in vielen Kulturen war es immer wichtig, dass irgendwas Jungfräuliches, Unschuldiges geopfert wird. Mhm. Und das sind alles Hinweise gewesen auf das einzige Opfer, auf das es wirklich ankommt. Also Abraham hat es ja dann bis zum Ende durchgezogen und in allerletzter Sekunde... Jesus, ja. Amen. So, den ersten haben wir schon bekehrt. Wahrscheinlich. Danke. Okay, das war's. Ciao. Ja, du musst noch sagen, dass das Isaac war, der geopfert Ja, sein Sohn hieß Isaac. Nicht den Ismael, da war der ja, erste. Ja, 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 aber wer ist... Ja, okay. Genau. Ja, ja, nicht zu viele Details auf einmal. Aber, also Abraham war ja sogar bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern, obwohl ihm das Herz gebrochen hat. Und das war der gleiche Berg, der heute Golgatha heißt. Also das mit Abraham, das war ja nochmal, ich glaube etwa, ja, sagen wir mal, 4000 Jahre noch davor. Und damals, nee, das war ein anderer. Also Horeb und Karmel, der Berg, auf dem das passiert ist, das war also das, was heute immer noch Golgatha genannt wird. So. Heute sehr beliebter Touristenort und so, wo wir eigentlich jederzeit die Wiederkunft Christi erwarten. Das meinen wir wirklich im Ernst. Und ihr wisst, dass wir sehr viel Humor haben. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass Blut, dass unschuldiges Blut fließen muss. Und dann auch die ganzen Tieropfer, die Gott im Alten Testament, also, naja, vorgeschrieben hat.
Das hat ja David selber in meinem Lieblingspsalm 51 erklärt, dass es darauf eigentlich überhaupt nicht ankommt, sondern auf ein zerbrochenes Herz und einen zerknirschten Geist. Okay? Also ihr müsst eigentlich nur vor Gott ehrlich sein und dann habt ihr schon die Freikarte in den Himmel. So sieht's aus. Und was ich wirklich nur dringend raten kann, Allahu Akbar. Ich werde ja wohl Gott noch auf Arabisch preisen dürfen. Und wie gesagt, also das Entscheidende steht in diesem Buch drin. Wir bevorzugen die Schlachter-Übersetzung. So, es gibt schlechtere Übersetzungen, aber die Schlachter ist die beste für unseren Geschmack. Und soll ich da jetzt noch weitermachen mit Matthäus und so? Was soll ich sagen? Ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Das steht in Hebräer 9, glaube ich. Das hat man, glaube ich, sogar irgendwo notiert. Ich glaub, ja, genau. Ja, 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 richtig, ja. Super. Ach, wir werden immer besser. Ohne Blutvergießen geht überhaupt gibt nichts. Gott nicht uns von Raining Blood. Von einem unschuldigen Opferlamm. Ja? Also es sündlos ist. Genau. Also ein unbeflecktes Lamm. Muss es sein. Also weil wir das selber nicht auf die Reihe kriegen, weil wir alle nur schwache Menschen sind, deswegen musste Gott selber in die Welt reinkommen und sich selber abschlachten lassen. Und das hat er ja erfolgreich geschafft. Und das Geilste überhaupt ist natürlich, dass er nach 42 Stunden wieder auferstanden ist. Und so läuft der Laden. Hebräer 9, Vers 22. Und fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. So ist das. Fehler sind erlaubt. Und Christen enttäuschen immer, aber Christus enttäuscht nie. Ich wollte es noch kurz sagen mit meiner Kinderstundentante, meiner Alten. Ja, genau, erzähl mal. Also ich war als Kind in der Kinderstunde bei einer Kinderstundentante natürlich. Und die hat erzählt, sie war mal im Krankenhaus. Und da sind sie wie eine evangelische Pfarrerin. Und sie fand es ganz witzig irgendwie. Und sie hat gesagt, da können wir ja zusammen beten. Und dann hat sie, also meine Kinderstundentante, das Blut Jesu Christi gerühmt. Das heißt, dass wir nur durch sein Blut die Erlösung unserer Sünden haben dürfen. Und dann wurde die ganz aufbrausend, die Pfarrerin, und hat gesagt, ja, sie kann diese veraltete Bluttheorie nicht mehr hören und das geht auch ganz anders und Gott liebt ja eh alle Menschen und so, das wäre gar nicht nötig gewesen. Und das ist meines Erachtens völlig daneben, wenn man als Pfarrerin oder überhaupt als irgendein Mensch, der behauptet, er sei Christ, behauptet, das Sühnopfer Jesus sei umsonst gewesen, weil das war es ganz sicher nicht. Nur deswegen haben wir Zugang zu Gott und dürfen was zu ihm sagen. Aber Vater. Und aber heißt eigentlich eher sowas wie Papi. Also ein ganz, ganz inniges Verhältnis zu der Vertrauensperson, die es überhaupt gibt. Meiner Frau vertraue ich da mittlerweile einigermaßen. Aber dass ich noch am Leben bin, und das trifft, glaube ich, auf dich, Baby, auch zu, liegt daran, dass wir irgendwann mal zu Abba, Vater, gesagt haben, und es geht nicht ohne Kapitulation. Es geht nicht ohne Kapitulation und wir sind ja momentan im weltweiten Ausnahmezustand. Das Wort Kapitulation werdet ihr wahrscheinlich in den nächsten Monaten öfters in den Nachrichten hören, aber die wichtigste Kapitulation des Lebens ist die, dass du selber mal sagst, okay, Gott, ohne dich geht's nicht. Ich gebe es offen zu. Also, ich bin seit 22 Jahren Christ, voller Fehler, so wie Gott mich erschaffen hat eben. Manche Macken. Ich habe ungefähr 500 Eigenschaften. Eine davon ist, dass ich blond bin. Eine davon ist, dass ich ab und zu ein Bier trinke. Und wollte man das auch, will ich das noch als Gedichtform rüberbringen? Ach, das ist eine, da? Ja, ja, das würde ich auch vorlesen. Ja, ist auch wichtig, finde ich. Vielleicht wenigstens eine Strophe so. Ja, nein, ja, genau. Zwei Verse. Also es geht um die Wichtigkeit, dass Jesu Blut vergossen werden muss. Wir haben auch also heute symbolisch hier zum Abendmahl noch einen Kelch dabei. Wir werden nachher Abendmahl halten. Und ja, genau. Jeder, der Lust hat, kann da mitmachen. Also das ist alkoholfrei so für meine Kritiker. Ja. Also soll ich das vorlesen kurz? Ja, genau. Also Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod allein auf Jesu Wunder
Wunden. Wundenrot, auf die Wundenrot. Also auf das Blut, ja. Ich muss nochmal deine roten Fingernägel, dann passend zum Text. Genau. Ja, dass eben das Blut sehr, sehr wichtig ist und nicht eine überholte Bluttheorie, wie diese Person gesagt hat. Also, ich meine, wenn das jetzt nicht darauf ankäme, dann bräuchte man eigentlich keine weiterpredigen. Also, wozu hätte man überhaupt die Bibel schreiben sollen? Eben, und das auch also, Blödsinn. Die Entscheidung, wo du die Ewigkeit verbringst, die triffst du hier und heute. Ganz klar. Also ich treffe sie jeden Tag. Ich mache da auch Riesenfehler. Ich habe neulich mal Gott selber verflucht und habe mich kurz danach auf die Knie begeben und habe mich dafür entschuldigt. Und er hat mir wieder mal vergeben. Weil Gott so ist. Er will nur sehen, dass du zugibst, einer ist größer als ich selber. Und das Hauptproblem von jedem Menschen, das ist übrigens völlig normal, so hat Gott uns gemacht. Unser Hauptproblem ist Egoismus. Dass wir denken, wir wären die Chefs. Und das ist eben nicht so. Der Big Chief ist Gott. In der Heiligen Schrift wird er eigentlich Yahweh genannt. Auf Arabisch Allah. Aber das wirklich Entscheidende ist, dass man sagt, okay, ich habe eine Verbindung, die eigentlich nicht möglich ist. Ich meine, warum soll Gott mit uns überhaupt noch was zu tun haben? Er hat ja schon einmal die Sintflut kommen lassen, aber er hat es dann nicht mehr gemacht. Und er hat versprochen, dass er es nicht mehr macht. Er hat noch einen Regenbogen gemacht, der mittlerweile, Entschuldigung, aber von manchen Homos missbraucht wird. Aber die Flagge sind wir gerade dabei zurückzuerobern. Und also er wird bis zum Ende von diesem Projekt Menschheit keine total. Momentan trinkt man überhaupt nichts. Das ist alkoholfrei. Ja. Aber sie rauchen. Im Moment rauche ich überhaupt nicht. Ich rauche jetzt gleich eine, Kinder. Und jetzt gebt uns noch 5 Minuten, okay, liebe Kinder. Ja, wir haben hier einen neuen Fanclub aus Versehen. Und so, vielleicht sollten wir öfter mal Open-Air-Videos machen. Und ja, in diesem Sinne. Es geht darum, dass das Blut muss vergossen sein. Und das wissen wir ja. Und es muss auch kein weiteres Blut vergossen werden. Also bringt euch nicht um, sondern bekehrt euch. Und also es ist genug, das einzige Blut, das jemals hätte auf Erden vergossen werden müssen, Entschuldigung, mein Fehler, war das von Jesus Christus. Gott ist in seine eigene Schöpfung gekommen und wurde von der mehrheitlich abgelehnt. Aber das ist ja kein Grund, wir haben ja immer noch die Chance, uns zu ihm zu wenden. So. Also wo Leben ist, ist Hoffnung. Es ist ja so, dass das menschliche Herz von Jugend auf böse ist. Genau. Also wir können von uns aus, wir können noch so gute Werke tun, ja. Wir hätten keine Chance, zu Gott zu kommen. Ja. Wir würden alle verloren gehen. Und deshalb musste Jesus eben kommen und auch dieses Opfer bringen mit seinem heiligen, sündlosen Blut. Und dann, weil wir Menschen so bescheuert sind, hat uns Jesus sogar noch ein schönes Ritual hinterlassen. Ein symbolisches, zur Erinnerung, genau. Also es geht jetzt nicht darum, also wir arbeiten hier momentan mit alkoholfreier roter Schorle. Es geht darum, sich so oft wie möglich daran zu erinnern, was Jesus, Gott, für uns getan hat. Und wir haben ja sogar den Heiligen Geist, vor dem ihr übrigens keine Angst haben braucht, sondern das ist die Kraft Gottes, die momentan auf Erden wirkt. Und ich habe sogar das Gefühl, dass es momentan sehr, sehr intensiv wirkt. Er ist sogar zu Tröster, also für ihn wird keine Angst haben. Es gibt Menschen, die haben leider Angst davor, eine gewisse Sünde begangen zu haben. Ja, eindeutig. Und die kann man meines Erachtens heutzutage nicht mehr begehen, weil wir in der Heilszeit leben. Amen. Ja, genau. So. Wir feiern jetzt hier zusammen noch das Abendmahl. Ich meine, ihr könnt ja das Video angucken, wann ihr wollt und so. Dann sollst du es machen. Christi Leib für dich gebrochen. Ja. Christi Leib für dich gebrochen. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Jetzt machen wir den Rest, genau. Das Gröbste haben wir, glaube ich, gesagt.
Leute, lest die Bibel und vertraut darauf. Wir erleben das jeden Tag. Und das ist die bescheuerste Zeit aller Zeiten, aber irgendwie auch die geilste Zeit aller Zeiten. Ich finde es schrecklich, wenn ich da jeden Tag von Selbstmorden höre und sonst was. Wenn in Frankreich schon die Bullen abhauen und das Militär andrücken muss. Leute, das ist die letzte Stunde, glaubt was. Aber wir lassen uns die gute Laune nicht verderben. Das haben wir Christen so an uns. Wir singen gerne und dann... Man kann Gott eigentlich gar nicht oft genug loben. In diesem Sinne, die letzten zwei Strophen von dem Eingangslied. Genau. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut, das heilt die Gebrechen fein, macht alles gut. Hier wandelt der Sorgen her, schnell sich in Lust, man weinet und klagt nicht mehr. An Jesu Brust. Sehr schön, Kinder. O Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. O Jesu gekreuzigter, dir jaucht sich zu. Nein, Heiland, mein Gott und Herr, in dir ist Ruhe, oh yeah. Mit dir überwind ich weit des Todes Macht, oh Wort voller Seligkeit, es ist vollbracht, oh Preis seiner Liebe Macht. Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. O Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, Preis seiner Liebe macht, die uns erlöst. Heute beginnt der Rest eures Lebens. Ihr habt in jeder Sekunde die Möglichkeit zur Entscheidung. Für alle, die es kapiert haben, super. Für alle, die es noch nicht kapiert haben, macht's jetzt. Es lohnt sich. Ich erlebe es jeden Tag. In diesem Sinne, Happy Hour von der Jesus Family Kurpfalz. Wir bleiben euch treu und ihr uns auch. Gott mit uns. Du auch nochmal? Tschüss! Du warst ja drauf, musst du ein bisschen näher kommen. Nee. Alles klar. Nee, alles Gute. Alles klar. Ja. Okay. Tschüss! Gott segne euch. Gott mit uns. Allahu Akbar.